Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Liebacher, Personal aus Karlsruhe, bekannt aus Mr. T. Wir sind schon bei der Nummer 8 angelangt zum Thema Burnout-Prävention. Alle Zuschauer, die eingeschaltet haben, ich muss es immer wieder sagen, Freunde, es macht keinen Sinn, wenn ihr euch 8 anguckt, wenn ihr Teil 1 bzw. den Einstieg zu diesem Thema noch nicht angeschaut habt, Teil 1, 2, 3, 4, 5 nicht angeschaut habt. Warum? Weil die natürlich eine Priorität haben. Teil 1 ist für mich allgemein wichtiger, wie jetzt dieser Teil 8, der jetzt kommt, okay? Wir haben heute wieder das Thema Burnout-Prävention. So, Burnout-Prävention. Mir fällt gerade auf, damit ich keinen Stress bekomme, brauche ich einen dringend neuen schwarzen Stift. Der gibt schon ein bisschen Geist auf. So, upsala, wir haben das Teil 8. Teil 8. So. So, und was kommt bei Teil 8 an? Das ist auch wieder was so eine, ja, das ist schon eher so modern, beziehungsweise ja modern für die 20, 25-Jährigen nicht, aber für jemanden, der schon etwas älter ist, ist es natürlich was in den letzten guten 20 Jahren extrem zugenommen hat. Das ist eine sogenannte Reizüberflutung. Reizüberflutung durch, also ich schreibe hier hin, Thema Reize. So, und eine Reizüberflutung findet im Moment überall statt. Das bedeutet, der Mensch selbst befindet sich nicht mehr in seinem natürlichsten Habitat. Das bedeutet, in einem Büro mit vielen Menschen, mit vielen Kollegen außenrum, in der Stadt, im Auto, abends in der Kneipe, am Bahnhof, auf dem Flugplatz, es ist kein natürliches Habitat. Die Geräuschpegel ist hoch, die Gerüche sind anders, die Blicke von vielen Menschen sorgen für viele Reize. Dazu kommt, dass wir zum Beispiel auch jeden Tag bedingt durch WWW, World Wide Web, durch Digitalisierung, durch Handys, natürlich viel intensiver kommunizieren können. Das heißt, unser Gehirn muss in den letzten 20 Jahren musste lernen, viel mehr Reize zu verarbeiten. Und dadurch entsteht eine sogenannte Reizüberflutung. Menschen, die jetzt zum Beispiel in ärmlicheren Ländern wohnen, wo es nur darum geht, dass man das Essen auf dem nächsten Tag auf dem Tisch hat, da gibt es solche Phänomene nicht in einem Burnout. Nee, die haben das nicht. Also ist es ja schon ein Stück weit eine Luxuskrankheit. Deswegen müssen wir auch uns Gedanken darüber machen, wie entkommen wir dieser Reizflut, Handy, Fernsehen, Zeitungen, Infotafeln, Radio, all diese Dinge, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, all diese Dinge prasseln auf uns ein. Wir müssen das verarbeiten. Wir haben viel mehr Kontakte wie früher. Wir haben viel mehr Reize, die verarbeitet werden müssen. Und da ist jetzt ganz wichtig, was wir uns verschaffen müssen. Das ist eine reizarme Umgebung. Was bedeutet das? Fakt Nummer 1. Wichtige Regel für euch selbst. Wann schaue ich meine E-Mails an? Wann beantworte ich meine E-Mails? Wann beantworte ich meine Facebook-Nachrichten? Wann poste ich was bei Facebook? Wann mache ich den Rechner aus? Wann mache ich mein Handy aus? Wann gehe ich mein Handy? Wichtigste Maßnahme für mich, für euch, am Handy, auf dem Display darf nichts mehr rauskommen. Das heißt, nur wenn ihr in den Sperrbildschirm reingeht und auf die App draufdrückt, dann seht ihr, was ihr machen müsst. Dann habt ihr die Infos, die ihr dann verarbeiten müsst. Warum? Wenn auf dem Handy die ganze Zeit irgendwelche Signalchen blenden, irgendwelche Töne ankommen, dann ist euer Gehirn die ganze Zeit mit beschäftigt. Oh, da ist was. Oh, das müssen wir verarbeiten. Oh, ist das gut oder ist das schlecht? Ist das Like oder ist das ein Kommentar, ist das eine Kritik? Bei den E-Mail, wenn immer wieder unten eine E-Mail aufpoppt und ihr könnt sie im Moment nicht bearbeiten, ist doch euer Gehirn teilweise damit verstrickt, dieses Problem, was ja noch gar kein Problem ist, aber vielleicht eins sein könnte, zu verarbeiten. So, versucht ihr Multitask zu sein. Funktioniert nicht. Es ist nachgewiesen, Multitasking funktioniert nicht. Also,
Erste wichtigste Maßnahme, am Rechner, am Handy alles ausschalten. Ihr bestimmt, wann ihr eine Nachricht beantwortet. Ihr bestimmt, wann ihr eine WhatsApp-Nachricht beantwortet. Und ihr bestimmt, wann ihr bei Facebook reingeht und euch die Kommentare zu eurem Bild anschaut. Nicht das Handy bestimmt über euch. So, und das ist eine ganz, ganz wichtige Maßnahme. Nummer eins. Nummer zwei. Feste Zeit fürs Handy. Ich habe morgens zwischen nach dem Frühstück circa eine Viertelstunde. Ich habe nach dem Mittagessen, so circa 13 Uhr oder Vormittagessen, nachdem es sich zeitlich passt, 15 Minuten und habe abends 20 Minuten bis 25 Minuten Zeit maximal. Das ist wirklich eine maximale Zeit, wo ich zwischenzeitlich noch an Facebook verbringe, meine Antworten angucke, bzw. meine Posting angucke, gibt es da was zu beantworten, gibt es da Kommentare, ist da was wichtig, aber bei dem Handy zu. Ich bin sogar so frech und mache während der Arbeitszeit den Flugmodus rein. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Während der Arbeitszeit sind meine Kunden wichtig. Die sind im Moment da. Und wenn die da sind, dann bin ich achtsam auf meine Kunden und hänge nicht zwischendurch im Handy. Das ist eh eine Unverschämtheit, sowas zu machen. Handy aus während der Arbeitszeit, wenn ihr mit Kunden zu tun habt. Feste Zeiten einrichten, wann ihr euer Handy anguckt. Lasst euch nicht von eurem Handy dominieren. Genauso am Rechner, ihr bestimmt, wann eine E-Mail angeguckt werden muss. Deswegen keine Nachricht von E-Mails reinkommen ist. Ihr setzt euch feste Zeitfenster, auch wieder was zum Thema gesundes Zeitmanagement. So, dann wichtig abends, 2 Stunden bevor ihr ins Bett geht, nichts mehr Digitalisiertes, ihr braucht Ruhe, reizarme Umgebung schaffen. Dazu, ganz wichtig, reizarme Umgebung, wo haben wir das? Im Park, in der Natur, im Wald, das ist eine reizarme Umgebung, da könnt ihr euch regelmäßig hinbegeben. Ganz wichtig, wenn ihr spazieren geht, kein Selfie im Wald, ich bin gerade im Wald und lebe reizarm, sondern dann bleibt das Handy zu Hause, ausschalten. Halbe Stunde Freizeit, 20 Minuten, jeden Abend bevor ihr ins Bett geht. Eine reizarme Umgebung, ohne Handy geschaffen, dazu noch einen schönen Spaziergang, abendlich in der frischen Luft. Ihr glaubt gar nicht, was das bewirken kann. Das ist unglaublich, welcher Wohlfühlfaktor dadurch entsteht. Deswegen, liebe Freunde, achtet darauf, dass ihr euch regelmäßig reizarme Umgebungen schenkt. Wichtig ist natürlich auch das Thema Urlaub, da kommen wir noch dazu. Freunde, das war's wieder. Das war Teil 8. Reize und reizarme Umgebung. Wichtiger Teil. Direkt, wenn ihr jetzt zugeschaut habt, könnt ihr direkt ins Handy gehen und alles abstellen. Seid Herr über euer Handy und lasst euch nicht von den digitalen Medien dominieren. Das war's schon wieder. Andreas Dienbacher, Personal aus Karlsruhe, bekannter als Mr. Team.